So sieht's aus und ich finde, diese Jacke ist wirklich der schönste Teil so von der gesamten Kollektion hier. Ladies und Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video bei Modern Gent. Mein Name ist Okan und ich bin mega froh, dass du heute zugeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's gut, du bist gesund, deine Familie natürlich ebenso. Und ja, das heutige Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn ich war vor einigen Tagen einkaufen, noch vor dem Lockdown und ja, zu einem Budget von ca. 400 Euro und da dachte ich mir, für viele von euch könnte es auf jeden Fall interessant sein, weil das sind Pieces, die sind definitiv etwas eleganter, die gehen in die elegantere Stilrichtungen. Zara vor ein bis anderthalb Jahren war ein bisschen katastrophal für mich, was das anging. Die hatten mehr so Street-Style, mehr so diese Baggy-Klamotten, was ja mega cool aussieht, aber war nicht wirklich was für mich und diese Saison gefällt mir auf jeden Fall deutlich mehr. Da hatten die auch mehrere elegantere Pieces, die man sich auf jeden Fall kaufen könnte. Denn für mich persönlich bietet Zara, was Preis-Leistung-Style etc. angeht, spielen die definitiv in der Top-Liga mit dabei. Und ja, deshalb haben wir hier mal so sehr interessante Klamotten. Wir haben Mäntel, wir haben Jacken, Hosen, Pullover, Hemden, sehr interessant. Und eben zu einem Budget von ca. 400 Euro, das kann man sich auf jeden Fall mal geben, von Zeit zu Zeit. Und deshalb würde ich sofort sagen, wir starten direkt los. Was haben wir denn als erstes? Zuallererst haben wir mal hier so einen sehr, sehr coolen Trenchcoat in Schwarz. Ich hatte schon einen in Beige und ich erwähne sie immer wieder. Trenchcoats, vor allem zu diesen Herbstzeiten, ist einfach ein Must-Have. Ja, dieser hat auch sogar einen Gurt, noch besser, denn damit hat man eine Silhouette. Ich werde natürlich alles Mögliche verlinken, inklusive Referenznummer. Könnt ihr dann auf jeden Fall gerne abchecken. Und wenn euch die Teile gefallen, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Wie ihr sehen könnt, sieht wirklich unglaublich elegant aus, inklusive Gurt. So, das machen wir dann so. Zack. So. Erstes Piece ist auf jeden Fall unglaublich schön, für mich definitiv ein Must-Have. So ein Trenchcoat sollte man auf jeden Fall in seiner Garderobe haben. Die sehen unglaublich elegant aus. Man kann das natürlich so mit dem Turtleneck kombinieren oder man zieht sich einfach so ein Hemd mit Krawatte an, weiße Sneaker. Also man kann diesen Trenchcoat so unterschiedlich kombinieren und das ist einfach das Geile dran. Ist auf jeden Fall so ein Herbstpiece. Ja. Im Winter könnte man es sich natürlich auch geben, aber unterhalb sollte man definitiv dickere Klamotten tragen und ja. Für mich ist das auf jeden Fall ein Must-Have-Piece. Auf jeden Fall abchecken. Alles klar. Als nächstes haben wir mal so einen coolen grünen Pullover. Die Farbe ist natürlich sehr interessant. Das ist für mich so ein Giftgrün. Sieht sehr, weiß ich nicht, sieht sehr angenehm aus. Dieser Pullover ist zum Beispiel sehr dünn vom Stoff. Der ist definitiv dicker und sieht wirklich sehr, sehr angenehm aus. Ich ziehe den gleich mal an. Ja, zu dem Pullover kann man nicht viel sagen, wenn man die Farbe grün mag, wenn man mal so ein paar andere Farben mag, statt nur so beige, braun, grau, was auch immer, kann man sich auf jeden Fall diesen Pullover geben. Ist ein bisschen dicker vom Stoff, hält auf jeden Fall warm. Wenn man zum Beispiel so ein Outback-Outfit hat, kann man sich mal diesen grünen Pullover geben, damit man so ein bisschen, ja, ein paar Farben im Spiel hat. Und ja, ansonsten kann man echt nicht viel dazu sagen. Ich persönlich bin eher so der große Fan von Turtlenecks, weil sobald es ein bisschen kälter wird, bin ich so dieser typische Halsentzündungstyp. Deshalb, ja, kann man sich aber auf jeden Fall geben, sieht wirklich mega schick aus. So, als nächstes, da haben wir mal so ein Jeanshemd. Ich kann nur eines dazu sagen, zum Beispiel, der Trenchcoat war ein Must-Have-Piece. Diesen grünen Pullover kann man sich kaufen, wenn man zum Beispiel die Farbe mag. Aber Jeanshemden sind wieder Basics, das sind Must-Haves. Die sollte man auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Und für mich war es wieder Zeit, mal was Neues zu besorgen. Deshalb habe ich hier einmal so in hellblau, sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Man kann mit solchen Jeanshemden so viel anstellen. Das sieht so geil aus. Das kann man mit Anzügen kombinieren. All Black, so mit Lederjacken, man kann die so unterschiedlich kombinieren. Wenn man sich entscheiden müsste, ob hellblau oder schwarz, würde ich auf jeden Fall schwarz nehmen. Und ja, sieht wirklich sehr, sehr cool aus, wie schon vorhin erwähnt. Solche Hemden, Jeanshemden sind auf jeden Fall ein Must-Have, ein Basic-Teil. Sollte man definitiv im Kleiderschrank haben. Und ich denke mal, dass dieses Hemd von Zara wirklich einfach nur top ist. So, endlich wieder mein Pullover an. Jetzt muss ich nicht mehr so viel mit den Kabeln spielen. So. Mein nächstes Piece, absolut Favorite, absolut Must-Have. Wenn wir jetzt von all diesen Sachen nur ein Stück kaufen könnten, dann würde ich sagen, auf jeden Fall diese sehr, sehr schicke Wildlederjacke von Zara. Die sieht wirklich unglaublich geil aus, kostet 60 Euro. Und was Style angeht, Wildleder, ja, Timeless Piece, das kann man sich kaufen. Weiß, wie man generell mit Klamotten umgeht.
dann zieht man das wirklich die nächsten Jahre problemlos an und werden immer komplett in sein. Ja, die sind absolut timeless, kann man sich auf jeden Fall gönnen, muss man sich auf jeden Fall gönnen. Ich würde euch das sehr ans Herz legen. So, so sieht's aus und ich finde, diese Jacke ist wirklich der schönste Teil so von der gesamten Kollektion hier. Sieht unglaublich gut aus, kostet nur 60 Euro, mega stylisch. Ich habe hier ein schönes Bild gemacht, könnt ihr euch auf jeden Fall abchecken. Und ja, diese Jacken kann man wirklich sehr schön so mit schwarzen Turtlenecks, grauen Hosen, mit braunen Schuhen kombinieren. Sieht einfach nur geil aus und ich finde, Zara hat wirklich eine tolle Arbeit geleistet, was das angeht. Wenn du wirklich sagst, du möchtest dich eleganter anziehen, besser anziehen, du möchtest einfach besser rüberkommen, dann bitte vertrau mir. Kauf dir diese Jacke, kauf dir generell so. Wenn du sagst, du hast ein Budget von 300 bis 400 Euro, du kannst dir alles problemlos kaufen. Aber jetzt kommen wir nochmal schnell zu den Hosen, die möchte ich euch auch mal zeigen. So, so sieht die Hose aus. Wie ihr sehen könnt, die ist jetzt nicht gekürzt oder so, die ist wirklich tatsächlich so von der Länge. Passt perfekt, sehr angenehm, vom Stoff auch, wie ihr sehen könnt. Das ist wirklich eine sehr schöne Cordhose, die sollte man auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Und ja, hier haben wir quasi dieselbe Hose, nur in beige. Sieht auch wirklich sehr cool aus. Passt sogar besser zur Jacke und zum Turtleneck. Selber Stoff, selbe Farbe in beige. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Vom Schnitt finde ich es mega. Ich müsste die Hosen wirklich null kürzen und ich denke mal, dass es jedem so sehr, sehr gut gefallen wird. Oh ja, Freunde, das war mein Zara Haul. Ich hoffe, ich konnte dich für ein, zwei oder drei Pieces inspirieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal, lass einen Daumen nach oben und lass mich wissen, ob du dir etwas bestellt hast oder welches Piece dir am meisten gefallen hat. Und wenn du dich besser anziehen möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall die wilde Jacke besorgen, Trenchcoat, die Jeanshemden und die Cordhose. Damit machst du wirklich alles komplett richtig und du wirst deinen Style auf jeden Fall upgraden. Hey, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Pass sehr gut auf dich auf. Ciao, dein Mr. Okan.